Rico, das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns sofort treffen. Das ist wichtig, so, so. Na, dann sollten wir uns doch mal beeilen, oder nicht? Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Just Cause 3. Hier wird ja wild rumgeballert. Also, es beginnt mal wieder eine neue Aufnahmesession und hier wird geschossen. Ja, wo gibt's denn sowas? Ach, unsere Freunde haben gleich mal welche erledigt. Dann kann ich immer ein paar Munitioner plündern. Obwohl, wir haben ja das Spiel. Das Spiel ist ja gewissermaßen neu gestartet und da hat er bestimmt alles aufgefrischt. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns einfach mal diesen schönen Wagen, obwohl der hat jetzt einen ordentlichen Lackschaden. Ist da eine Pfützenanimation? War da gerade auf dem Dach eine Pfützenanimation? Da, über der... Aha. Auf der Scheibe gibt es eine Wasseranimation. Und was? Im Visier der Obrigkeit? Da unten fährt ja einer. Moment. Kriegen wir den so? Nee, drüber. Ja, Ballistik ist ja hier fehl am Platz. Von daher schauen wir doch mal auf die Karte. Im Visier der Obrigkeit. Ja, ja, wir wissen's. Was brauchen wir für die nächste Story-Mission? Nix. Na, das passt, ja. Missionsbeschreibung, bla bla blub. Mario braucht uns. Das ist uns soweit klar. Setze ich mir mal einen Wegpunkt. Und wir machen uns auch auf dem Weg, den Zaun kaputt zu machen. Ein Bentley, den haben wir schon. Diesen Kerner war das, ne? Das war der Kerner. Ja. Den haben wir schon in der Garage. Falls wir den mal möchten, dann können wir uns den rufen. Aber der hat kein Turbo, kein Nitro. Oh, wieder über die Straße läuft der Typ da. Zumindest wollte der über die Straße laufen. Das sah doch ganz danach aus. 2 Kilometer, aber ich will heute einfach mal fahren. Bums. Das muss ich einfach machen. Wenn ich Motorradfahrer sehe in Spielen, dann muss ich die einfach umfahren. In echt ist es nicht ganz so schlimm, aber... das hat irgendwie was, weil die fliegen immer so schön und die kann man eben so leicht wegschieben. Von daher kribbelt es immer in den Fingern und ich kann dann einfach nicht widerstehen. Ey, da waren doch böse rote Jungs. Hätten wir jetzt eigentlich erledigen müssen. Aber wir haben anderes zu tun. Wir genießen einfach mal wieder diesen herrlichen Tag hier. Kaum Wolken und wirklich Medici. Wie hat's Mario gesagt? Irgendwas mit schön anzuschauen und... Ich hab's schon wieder vergessen. Das war eben, als wir... bei seiner Oma waren, als es Essen gehabt, hat er es doch erzählt. Irgendwie schön anzuschauen, aber es ist nicht schön. Irgendwie sowas. Was machen die da? Moment. Ach so, Geisel. Ich bin sowas von bereit. Jetzt stirbst du. Nein. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Das abhauen. Fangen wir die Autos da stehen. Zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Moment. Los. Aua, ey, was? Er darf nicht entkommen. Bist du bescheuert? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Tschüss, Auto. Mach's gut. Ist da einfach verschwindet. Hier zentral. Wie die Karre hier steht. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Mann, hör doch mal auf, hier rumzuballern. Ey, ich glaub das schon wieder nicht. Kein Problem. Ich will hier einfach den Leuten helfen. Ups, das Auto macht's nicht mehr. Weg. Nicht unser Auto in die Luft jagen. Das wäre noch schöner. Da will man einfach mal den Leuten hier helfen, dann kommt das bei raus. Aber gut, wir halten uns. Wie ist die Lage? Wir halten uns mal. Bitte kommen. Wir halten uns mal nicht länger hier auf. Wir ziehen einfach weiter unsere Kreise. Oh, hier sieht es ja schön aus, so bewäldert. Schön, schön, schön. Und deswegen auch mal das Ganze von unten sehen. Ist hier wieder eine Panne? Ist doch jemand gestorben. Ach, hier gibt es sogar, wie bei GTA, Sanitäter, die denn die toten Leute wiederbeleben, oder wie? Mhm. Naja, wir fahren weiter. Ein Auge fürs Detail ist ja nicht schlecht. Oh, ich sehe wieder was. Entschuldigung. Oh, ganz schön durchlöchert haben die unsere Karre. Also, das ist falsch. Das merke ich jetzt erst. Wo hätten wir denn hingemusst? Der Felsen zerbröselt wieder. Hier im Wald gab es da keine Abfahrt, oder? Hä, hier runter? Warum das denn? Umlenken. Also ein Auge für die Kleinigkeiten. Geht's entweder unter die Straße, unter der Straße hindurch? Oh Mann, wie ich gerade fahre. Wie eine besenkte Sau. Ist aber ein seltsamer Weg. Hier ist doch der Typ mit seinem Motorrad runtergeflogen. Ach halt. Ja, 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 ja. Ich habe gerade was gehört. Bevor wir weiterfahren,
Wir stellen unseren schönen, nicht mehr ganz so schönen Wagen einfach mal hier ab. Und hier gab es gerade wieder so ein Piepen. Genau das. Das ist nicht hier. Achtung, du kommst den Leuten näher, du kommst ins Visier der bösen roten Jungs. Nee, das ist ein Annäherungssensor oder ein Sonar für irgendwelche Sammelleien. Also Sonar, S-O-N-A-H. Nee, das habe ich beim Wir zocken jetzt mal ein bisschen, Julien, gesehen. Das sind einfach die Sammelleien und die werden uns angezeigt. Ich schätze mal, hier wird ein Schrein sein. Ja. Also entweder Teile, die wir einsammeln können, oder Schreine, oder eben die Tagebücher von Di Ravello. Medici dankt dir für dein Opfer. 4 von 18 Rebellenschreine. So, also wir haben das jetzt auch. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal angesagt haben. Ah, neben das Auto. Na gut. Verursachen wir mal keinen weiteren Lackschaden. Tja, ich habe es einfach angenommen. Das wird wahrscheinlich so Indikator sein. Vorsicht, die Leute haben dich im Blick, die bösen roten Jungs. Aber warum eigentlich? Denn wir sind sowieso hier die Übermacht und von daher wäre das gar nicht so sinnvoll gewesen. Und jetzt wissen wir auch, also falls ihr das noch nicht wusstet, wissen wir jetzt einfach mal die wirkliche Bedeutung. Ich fahre den einfach um. Das könnte Ärger geben. Wow. Ich liebe Ärger. Oh ja, ich mag auch Ärger. So, wir wollen weiterfahren. Aber ich wollte ihn umgefahren haben, ey. Der wischt uns... Tür auf, Tür zu und zu. Der wischt uns hinten links am Kotflügel. Und was passiert? Die Tür rechts geht auf. Und kribbel, kribbel. Das war jetzt dünn. Fahr mal vor, Junge. Ich hab nämlich noch was vor. Bums. Ah, die Geschwindigkeit, die ist zu gering. Oh, jetzt freut er sich. Oh, so schnell bin ich ja nie gefahren in dem Tal. Au. Ach, ihr schon wieder. Hier geht's doch hoch nach... Ach, zur Hochburg. Da müssen wir auch hin. Stimmt ja. Das war ja der Stützpunkt auf der Karte. Aber der geht denn immer noch. Halt, da sehe ich wieder was. Dass die uns nicht sofort angreifen, wundert mich gerade. Hat er gar nicht mitbekommen. Habe ich den jetzt wirklich festgemacht? Sieht nämlich nicht danach aus. It's showtime. Das Ding saust doch jetzt am Boden entlang. Alle Einheiten hierher. Nö. Ist aber auch schön. Oh, Bäume gefällt. Nicht schön. Die überfahren sich gegenseitig. Das ist wiederum schön. Jetzt hänge ich hier wieder in einer Ballerei, die ich ja eigentlich gar nicht machen wollte. Nein. Von daher fahren wir einfach mal weiter. Schnell! Wir brauchen Verstärkung! Bitte weitere Unterstützung! Verstärkung ist unterwegs! Durchhalten, Bodenteam! Ich habe gehofft, der läuft uns... Oh, wie lenkt denn der jetzt auf einmal? Der läuft uns noch vor die Karre, aber nö... Wollte er nicht. Mensch, jetzt habe ich schon wieder knapp 9 Minuten verbracht mit eigentlich noch gar nichts weiter. Einfach wieder irgendwie in der offenen Spielwelt aufgehalten. 9 Minuten, wir haben... Ja, ist klar, ich bin gar nicht online. Offline-Modus öffnen. Warum man das jetzt anzeigt? Also, ich habe bewusst offline gestartet, weil mir die ganzen Einblendungen... Alle Einheiten. Finde den Rebellen. Weil mir die ganzen... Oh, nein. Gleich fliegt mir die Mühle um die Ohren. Die Mühle. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, weil mir die ganzen Einblendungen dann doch auf die Nerven gehen. Zumindest die Einblendungen auch hier. Hans-Peter... Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde Hans-Peter Dinkelwurst hatte ich jetzt beim Wingsuit-Fliegen um 1 Meter überboten. Das geht mir eigentlich ziemlich auf die Eier. Das brauche ich nicht. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Und deswegen habe ich schon mal in der Aufnahmepause schon mal probiert, wie ich das Ganze... Suche abbrechen. Mann, wie ich das Ganze einfach mal unterbinden kann. Einfach in den Offline-Modus gehen. Und was noch ganz schön wäre, die besten Listen generell auszublenden. Also auch die blöden hier. Du hast jetzt deinen persönlichen Rekord geknackt. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber da muss ich mich nochmal ranhängen. Aber dass der jetzt erst so spät ankommt mit der Info hier, du bist ja gar nicht online, das wundert mich gerade. Aber solange wir weiterhin offline sind, alles gut. Fallschirmballerei, ich habe da jetzt gar nicht geballert. Oder habe ich da unten eine Ameise getroffen?
Könnte sein. So, einen halben Kilometer müssen wir noch. Schwuppdiwupp. Wo müssen wir jetzt genau hin? Der Wegpunkt ist verschwunden. Ne, da hinten. Ich habe ihn bloß nicht gesehen, weil blau über blau. So, ganz schnell rüber. Sinkflug von Kühen und was? Wein? Mhm. Ah, das sieht wieder schön aus. Schaut mal. Müssen wir uns doch glatt mal hier hinhocken und einfach mal in die Ferne blicken, in diese Weitsicht und vor allem dieses schöne Spiel. Die Farben. Oh, da gibt es keine Signalfackeln. Nee, ist ein Radio. Ah, das schaut einfach toll aus. Und es klingt schön. Hier steht sogar eine Kuh. Na dann, starten wir mal. Anders überlegt, einholen, jederzeit Mario, abbrechen. Ich bin da. Was ist so wichtig? Mario! Wo steckst du? Hallo Kuh. Ich bin in eine Kuh verwandelt worden. Nur der Kuss eines Prinzen kann Murio befreien. Ist klar. Ich bin froh, dass ich kein Prinz bin. Bitte, küss mein Kuhgesicht. Nein. Rico. Nein. Wo steckst du? Sag mir, wo du steckst, damit ich dich umbringen kann. Nur dein Kuss offenbart die Wahrheit. Ich dreh dir den Hals um, verdammt. Er hat die Kuh geküsst. Hey Jungs, Rico hat die Kuh geküsst. Du bist nicht mehr mein bester Freund. Stell dich nicht so an. Wir sind unten auf dem Weinberg, auf dem immer die Muvelo-Spezialrebe angebaut wurde. Für Murio mache ich doch alles. Ah, der Humor ist einfach total beknackt alles, aber es ist irgendwie schön. Ach nee, den Weinberg erreichen, etwa mit einem Wingsuit. Tut mir leid, Rico, aber das war total witzig. Du hast eine Kuh geküsst. Irgendwann bring ich dich um, Mario. Ah, ich finde das toll. Ich finde das toll. Also. Ach nee. Komm, auf nach unten, Mario umbringen. Aber bitte nicht, weil ich glaube, da wird noch einiges kommen. Einiges in dieser Form. Schön. Den Weinberg erreichen. Ja, was sollen wir denn beim Weinberg machen? Etwa Weinbergen? Fragen über Fragen. Aber wir kommen wieder wunderschön an. Und ein... Ah, ist der Flugplatz hier, den kennen wir doch. Ich flieg mal drüber. Oh ne, hier ist eine Sammelei. Aber ich flieg hinweg. Ich bin gerade so schön im Flug, deswegen will ich das nicht unterbrechen. Da muss die Sammelei einfach mal Sammelei bleiben. Alter, wie schön das ist. Einfach nur zu segeln, segeln, segeln und irgendwann anzukommen. Rico! Komm mal her! Da steht ein Truck in der privaten Reserve des Generals. Mhm. In den LKW steigen, der hat doch schon was Inters. Deswegen auch die blöde Kuh-Idee. War da gerade unser Schatten ohne Auto? Moment. Rico! Hierher! In den Truck! Der Truck da ist mit der privaten Reserve des Generals beladen. Na, und du schon gekostet. Also wir haben hier einen Schatten gesehen. Unseren, aber nicht den Schatten des Wagens. Oh, ist wieder eine Sammelei. Moment, wir starten gleich. Komm schon! Steig endlich ein, oder willst du, dass die Party ohne uns anfängt? Da ist eine Party und die wird nicht anfangen, bis wir da sind. Halt hier was. Ich habe jetzt mal geschaut, ich bin jetzt mal drüber hinweggeflogen. Wo das in etwa ist, das war ungefähr hier. Ach, da hinten, da ist wieder ein Schrein. Was? Keine Ansage, Rico? Oder ist das nur, weil wir gerade in einer Mission sind? Nun gut, dann steigen wir mal ein. Sind wir noch gut bewaffnet? Ja, da sind wir doch immer irgendwie. Wein? Nicht irgendein Wein. Das ist der Mario Frigo, der alkoholischen Getränke. Mhm. Oh, oh, der Wein, der macht sich selbstständig. Mario, hast du den etwa nicht gesichert? Du Depp. Ich fand ja, oh ja schon deinen Ritt auf dem Flieger krass, aber auf einer Rakete.
Mann, ich werde nie auf einer Rakete reiten. Selbst wenn ich 200 werde, werde ich nie so was Cooles machen. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, auf einer Rakete reiten ist ziemlich cool. Oh ja. Und ich sehe gerade, wir sollen möglichst viele Fässer abliefern, deswegen eiern die auch so rum. Gut, Primo-Qualität. Der General weiß, was schmeckt. Er lagert ihn in Holzfässern statt in Öltonnen. Was für ein Fusel kippen Sie in Ölfässer? No, den ganz schlechten. Hab ihn selbst probiert. Ich bin hier mal relativ vorsichtig. Zum Glück kann der Wagen nicht schnell fahren, da wir fahren hier bergab. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber noch habe ich, glaube ich, alle Fässer. Oh oh. Wieso explodiert da was? Was ist denn da los? Oh Gott, gekochter Wein, ob das so schön ist? Aufhören. Warum geht denn? Das war mein Lieblingsfass. Was, haben wir eins verloren? Scheiße. Ach Mann, schade. Aber das ist dann vielleicht mal die Abwechslung. Hier ist wieder was zum Einsammeln. Ist vielleicht die Abwechslung zu dem ganzen Spaß? Na, Spaß von der Beschützermission. Mit Mario und Steno. Das Licht ging aber spät bei ihm an. Das von ihm aus gesehen rechte Scheinwerferchen vorne. So, die Straße ist hier endlich mal eben. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Außerdem kommen noch irgendwelche Verkehrsraudis an. Das kann immer passieren. Was ist das auch für eine Mission? Wein abliefern? Na gut, in dem Spiel wundert mich aber auch nichts. Hier ist alles irgendwie absurd. Warum? Warum brennt der Truck? Einfach so. Ist klar, dass die unbedingt mal brennen müssen, wenn wir rankommen. Wenn wir in die Nähe kommen. Aber warum muss der jetzt brennen? Ich bin ja mal vorsichtig. Irgendwas passiert hier noch. Na. Vorsicht. Passt ja auf, Leute, ja? Ich kürze mal ab. Vorsicht. Ach, hier ist schon ein Fest im Gange. Der steckt einfach während der Fahrt aus. Ja, neben der ganzen Ballerei und dem ganzen Ernst gibt's halt auch mal ein Fest. Und das war eine Mission. Ah ja. Aber gut, haben wir das auch mal erlebt. Von Kühn und Wein, Mission abgeschlossen. So, die Fässer sind noch da, aber die Leute hey, Rico, nicht mehr. Die Ravellos Leute sind seit deinem Ritt auf der Rakete hinter deiner Freundin Dima her. Da braut sich was zusammen, Hombre. Wir treffen uns bei diesem Leuchtturm. Krieg ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? Nein. Leuchtturm, da musste ich gerade an Need for Speed Underground 2 denken. Haben wir hier schon mal einen Leuchtturm gesehen? Also ich weiß ja nicht. Ich will jetzt erstmal diese Sammelei hier einsammeln. Wo ist die genau? Ah, das Fest hat sich verlagert, oder wie? Die Musik ist jetzt hier unten. Das war knapp. Da oben ist die Sammelei. Ist das ein Seil? Das ist ein Tagebuch. Ein zweites. Die Ravellos Band. Das müsste das zweite sein. Tag 6. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme von den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Mhm. Na, sehr schön. Was denn für ein schöner Wagen? Klein, aber fein? Rico Rodriguez, für ihn halten wir uns. Ja, und wir lieben dein Auto zumindest, vorübergehend. Das würde ich jetzt ganz gerne mal abliefern. Ein kleiner Flitzer. Wo ist die blöde Garage hier? Wo ist die? Finden wir die ohne Karte? Oh, der röhrt schön, der Wagen. Ah, nein, nee, Bushaltestelle. Wo ist die blöde Garage? Da vorne? Ja. Wunderbar. Rico, wir brauchen dieses Fahrzeug nicht mehr. Scheiße, den habe ich schon. Mist. Na gut. Signalfackeln haben wir auch nicht. Ja, wunderbar. Dann müssen wir uns einfach der nächsten Aufgabe widmen. Wir schauen mal nach, was die nächste Mission wäre. Das war... Wo? Ah, da hinten wäre das. Die könnten wir schon angehen. Nun gut. Wir
nach dem Sieg und so weiter über auf Insula Fonte und so weiter und so fort schalten. Ja, haben wir gerade gehört. Irgendwas mit Dima. Ich werde es mir nochmal durchlesen. Ihr könnt es auch. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.